So. Wunderbar. Sehr schön, so viele Leute hier zu begrüßen. Das ist wirklich prächtig an diesem Frühlings-, Winter- oder April- oder was auch immer Tag. Und ich bin sehr gespannt auf den Ruth Siegenthaler, ihren Vortrag. Und werde ihr ganz herzlich danken, dass sie hier auf die Bade gekommen ist und euch allen, dass ihr hierher gekommen seid. Und dann werde ich gerne das Wort gerade an dich danke weitergeben. Und merci vielmals und viel Vergnügen und viel interessante Erkenntnisse. Ich danke für die Einladung und für die Organisation. Ich weiss selber, wie viel das Zeug gibt. Und ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich gar nicht weiss, wie der Vortrag ankommt. Es ist einfach so. Er ist ziemlich intensiv und ihr werdet nicht alles können behalten. Und jetzt möchte ich mal den Roger, heisst du Baldersberger, oder? Rolf, sorry. Du nimmst ihn auf, ist der näher zur Verfügung? Oder genau, es wird auf YouTube veröffentlicht. Okay. Auf dem Feldjacken halt. Ja. Wir tun dann für den SAF-Mitglieder den Link schicken und auch den anderen Leuten, die da sind, dann müssen wir uns einfach, wenn die anderen auch so irgendwie passen, dann tun wir den Link dann schreiben. Sonst ist eine Möglichkeit, dass ich das Powerpoint rausgebe. Oder eine andere Möglichkeit, die drittisch, dass ich noch das in schriftlich in einer grösseren Form fasse. Ja? Die ganze Spitze nicht weiter. Ja, probiere es. Okay. Jetzt ist der Vortrag selber. Ich mache einen intensiven Rückblick in die Vergangenheit. Weil wir sind dermassen an einem wichtigen Punkt des Weltenwandels, dass wir die Zukunft nur verstehen können, das ist jetzt meine Ansicht, wenn wir ziemlich zurückgehen. Ich gehe teilweise in die Renaissance zurück und auch wieder dort und dort. Und dass wir auch eine Idee bekommen, wie wir die Zukunft gestalten können. Und zum Teil werde ich dann vielleicht ein bisschen springen und nicht alles so ablesen, wenn ihr sie bekommt. Weil es ist, ich habe heute Morgen noch mal durchgesprochen, es ist gerade anderthalb Stunden gegangen. Ohne Pause. Gut. Ich habe geschrieben, ein neuer Tag beginnt. Und das ist ein Bild vom Mund. Das ist ein norwegischer Maler. Und der neue Tag beginnt aus verschiedenen Gründen. Das ist Kali-Yuga etc. etc. Fangen wir mal an. Also. Mars und Sonne regieren über die Zeit. Im astrologischen Jahr 2023/24 regierte Mars über die Zeit. Mars lenkt unsere Aufmerksamkeit auf unser Handeln und unseren Willen. Ab Frühlingsbeginn regiert die Sonne über die kommenden 365 Tage. Mars ist in unserem Körper im Blutkreislauf und die Sonne in unserem Herzen inkarniert. Der Kreislauf des Seins funktioniert nur dann optimal, wenn unser Handeln im Einklang mit unserem Herzen steht. Da uns ein much entscheidendes Jahr bevorsteht, ist es wichtig zu wissen, für was wir uns begeistern und für was unser Herz Sonne schlägt. Im Wort begeistern ist der Geist. Die Planeten, auch die Erde, ist ein Planet und kreisen die Sonne. Das, was sich im äußeren Kosmos abspielt, spielt sich auch in unserem inneren Kosmos ab. Die Sonne in unserem Herzen ist der Fixstern in unserem Körper, um den sich alles dreht. Dort befindet sich der goldene Mittelpunkt unserer physischen Existenz. Diese goldene Mitte steht mit der Sonne am Himmel in Resonanz. Das Metall Gold, also Gold, das Metall, hat übrigens den mittleren Schmelzpunkt von allen Metallen. Das ist auch interessant. Die persönlichen Planeten sind in unseren Organen inkarniert. Unserer Gesundheit zuliebe ist es wichtig zu wissen, welche körperlichen und geistigen Aufgaben die Organe haben.
Es darf keine Kraft unterdrückt, das Zepter übernehmen oder projiziert werden. Wenn wir Meister unseres Lebens sein wollen, dann ist es unabdingbar, dass wir mit unserem Herzen in Kontakt sind. Sonnenstürme und der Herzschlag der Erde spielen verrückt. Der Herzschlag der Erde wird mit den Schumann-Frequenzen gemessen. Sonnenstürme und Schumann-Frequenzausschläge können Störungen in der Elektronik und Stromnetzwerken auslösen. Sie können auch körperliche und geistige Auswirkungen auf uns Menschen haben. Denn alles Leben kommt von der Sonne. Die Sonnenstürme werden sich im Jahr 2024 fortsetzen. Es kommt alles ans Licht und deshalb nehmen die Machtkämpfe zu. Für Menschen, die in den letzten Jahrzehnten an sich gearbeitet haben, beginnt eine förderliche Zeit. Die Erde umkreist die Sonne. Damit es uns nicht aus der Bahn wirft, ist es wichtig, sowohl mit unseren Wurzeln in der Erde und im Himmel verbunden zu sein. Dort, wo diese Voraussetzungen gegeben sind, kann Leben gedeihen. Klagen werden Menschen, die nicht bereit sind, ihren Lebensstil den neuen Bedingungen anzupassen. Impulse aus dem Kosmos. Es ist, als ob die Schleusen zu höheren Informationsebenen geöffnet sind und höhere Lichtfrequenzen und kosmische Impulse zu uns durchdringen und unseren Körper durchfluten. Diese Tendenzen werden durch Pluto im Wassermann, Saturn und Neptun in den Fischen sowie Jupiter und Uranus im Stier intensiviert. Da wäre jetzt zu nah, aber es ist schwarz und man sieht es nicht. Das Symbol der Sonne besteht aus einem Kreis und seinem Mittelpunkt. Der Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist ein Symbol der unendlichen Bewegung und ein Symbol der Ganzheit. Im äußeren Weltraum werden laufend neue Himmelskörper und Galaxien entdeckt. Dies gilt auch für unseren inneren Weltraum. Wenn wir unsere Sonne aus diesem Blickwinkel heraus betrachten, dann muss uns unser unendliches Potenzial bewusst werden, das sich jetzt im Eiltempo entfalten will. Deshalb geht alles schneller. Diese Unendlichkeit kommt in den Upanishaden wie folgt zum Ausdruck. Wahrlich, so groß dieser Weltraum ist, so groß ist dieser Raum inwendig im Herzen. In ihm sind beide, der Himmel und die Erde, beide Feuer und Wind, Sonne und Mond, der Blitz und die Sterne. Und was einer hier besitzt und was er nicht besitzt, alles ist drin. Säulen der Schöpfung. Im Vergleich zu den Upanishaden, die zwischen 700 und 200 vor Christus geschrieben wurden, hinken unsere Wissenschaften nach. Sie haben nämlich erst im 20. Jahrhundert entdeckt, dass sich das Universum ausdehnt. Seither überschlagen sich die Entdeckungen im Weltraum. Das ist ein Bild von Hubble vom 20. Oktober 2022 und wird Säulen der Schöpfung genannt. In übertragenem Sinne sind wir alle Säulen der Schöpfung. Zeitlinien und Planetenzyklen. Es gibt unterschiedliche, stets wechselnde und sich kreuzende Zeitlinien, die sich aus den Zyklen der Planeten ergeben. Diese befähigen uns dazu, in Resonanz mit vergangenen und zukünftigen Epochen zu treten. Die Auseinandersetzung damit hilft uns, das aktuelle Geschehen zu verstehen und unser Leben zu gestalten. Wenn man das intensiv macht, dann fühlt man sich plötzlich in diese Zeit versetzt. Das geht mir manchmal so. Da über Pluto überspringe ich ein bisschen, das ist ein Zwergplanet, also doch Zwerge sind bekanntlich mächtig. Die Umlaufzeit von Pluto beträgt 248 Jahre, das wissen Sie alle.
Und dass er den Steinbock durchquert, auch seit 2008. Der Punkt ist, dass er zwischen Tierkreiszeichen Steinbock und Wassermann hin und her pendelt. Dies wirkt sich so aus, dass gleichzeitig eine Pendelbewegung zwischen dem Neuen, also zwischen dem Alten und dem Neuen stattfindet. Ich überspringe das, dass ich, was Astrologen wissen, überspringe ich dann einfach. Ist doch ein schöner Mann, oder? Pluto wirkt in den Jahren 2023 und 2024 als Gestalter der sich zu Ende neigenden Erdära und der neuen Luftära. Das überspringe ich auch. Der Punkt in diese sind diese fünfmal, da komme ich noch darauf zu sprechen. Also wir sind jetzt im Wassermann und dann noch einmal Steinbock und dann 19. November Wassermann. Pluto läuft in seiner Übergangsphase vom Steinbock in den Wassermann fünfmal über 0 Grad Wassermann. Dabei aktiviert er jedes Mal den Zyklus von Jupiter und Saturn im Element Luft, der am 21. Dezember 2020 mit der Jupiter-Saturn-Konjunktion auf 0 Grad Wassermann begann. Damals begann die Corona-Krise und kurze Zeit später der Ukraine-Krieg. Zurück zu den Jupiter-Saturn-Konjunktionen. Sie ereignen sich durchschnittlich 187 Jahre lang im gleichen Element. Alle reden von 200 Jahren. Das stimmt nicht. Manchmal sind es 150 und manchmal 200. Und ich bin einfach pingelig dadurch. Der noch junge Luftzyklus dauert bis April 2199. Der letzte Jupiter-Saturn-Zyklus im Element Luft begann vor 797 Jahren im März 1226 auf 3 Grad Wassermann und endete im April 1345 auf 19 Grad Wassermann. Dieser Zyklus fiel in die Renaissance. Also, ja, kommt dann noch drauf. Weil wir jetzt in Resonanz zu jener Zeit stehen, zuerst ein Rückblick in die Vergangenheit, also in die Renaissance. Die Renaissance begann im 13. Jahrhundert und endete im 16. Jahrhundert. Das ist der Anfang der Renaissance, der hier gemeint ist. Dies kam in einem geistigen, theologischen, politischen, wirtschaftlichen und technischen Aufbruch zum Ausdruck. Eine dunkle Facette dieser Aufbruchstendenzen und des rebellischen Geistes der Jupiter-Saturn-Konjunktionen im Element Luft waren vom 11. bis 13. Jahrhundert die Kreuzzüge, die es sich zum Ziel machten, Jerusalem für die Christenheit zu erobern. Erschütternd ist, dass in Jerusalem, der heiligen Stadt der Juden, Muslime und Christen, die fehlende Toleranz und der von Kriegstreiben geschürte Hass dazu führte, dass die Hamas am 7. Oktober 23 Israel angriffen. Der Krieg dauert dann und beschert unermessliches Leid. Also wir haben hier ein ähnliches Thema. Die Erhabener kamen die Jupiter-Saturn-Konjunktionen im Element Luft in den Werken von Thomas von Aquin und Meister Eckhart zum Ausdruck. Also das sind viele andere, aber ich habe nur die zwei rausgenommen. Damals entstand etwas Bemerkenswertes, das klassisch zum Element Luft gehört, nämlich der Zusammenschluss von Individuen. Vorher in der Antike war man in dem Sinn, gab es das gar nicht, das Individuelle. Das war vorher in den traditionellen Gesellschaften nicht möglich, weil das Naturgesetz die hierarchischen Gesetze der Antike, der Ungleichheit, galten. Für Thomas von Aquin war es sonnenklar, dass die Menschen soziale Wesen sind, die in einer Gemeinschaft leben sollen. Dies schon allein aus der damals revolutionären Erkenntnis heraus, dass wir Menschen die Luft, die wir einatmen und ausatmen, mit allem, was lebt und kreucht, teilen.
Deshalb ist die Luft gemeinschaftlich etwas, das geteilt werden muss. Und genau dieses Gemeinschaftliche bekommt im noch jungen Jupiter-Saturn-Zyklus und natürlich mit Pluto im Wassermann einen gewaltigen Aufwind. Eine geradezu klassische Entsprechung für die geistigen Konstrukte, die die Jupiter-Saturn-Konjunktionen im Element Luft in jener Zeit hervorbrachten, war die göttliche Komödie von Dante. Dante schildert eine Reise durch die drei Reiche der jenseitigen Welt, nämlich die Hölle, das Fegefeuer und den Garten Eden, sowie die neun Himmelssphären, wo die Seelen der Geretteten ewige Seligkeit genießen. Wir können davon ausgehen, dass durch all die wissenschaftlichen Errungenschaften im letzten Jahrhundert die Menschheit sowohl auf Erden wie im Himmel bekannte Portale des Seins durchstoßen wird. Dieses Thema kommt auch wieder, aber natürlich wahrscheinlich auch, dass wir unser Sonnensystem verlassen. Ich denke in diese Richtung. Da sich Pluto erneut im Jahr 2024 ein paar Monate im Steinbock aufhält, lohnt es sich jetzt auch, die Jupiter-Saturn-Konjunktionen im Element Erde anzuschauen. Ich verschone euch jetzt, dass ich alle Elemente durchnehme, von der Renaissance bis jetzt. Vom Januar 1842 bis Mai 2000 ereigneten sich die Jupiter-Saturn-Konjunktionen im Element Erde, also den Zeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Einer der bedeutendsten Impulsgeber zu Beginn der Jupiter-Saturn-Erdzyklus war Marx, der mit seinem Hauptwerk Das Kapital berühmt wurde. Marx sagte, die Theorie des Kommunismus lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Die Abschaffung des Privateigentums. Auch wenn wir in diesem Erdzyklus auf gewaltige wissenschaftliche Fortschritte zurückblicken können, der in unseren Breitengraden das Leben vieler Menschen erleichterte, ging wegen der Übermacht der Materie, der Machbarkeit sowie der Gier nach Geld ausgerechnet im Element Erde der natürliche Bezug zur Erde und zur Natur zu uns verloren. Eine Ausnahme in diesem Erdzyklus bildete die Jupiter-Saturn-Konjunktion vom 31. Dezember 1980 im Luftzeichen Waage. Diese Konjunktion gab den technischen Innovationen und damit dem beginnenden Informationszeitalter enormen Aufwind. Also in den Erdzyklus fiel das ganze Industriezeitalter etc. Ja. Und dann gab es noch eine Konjunktion im Mai 2000. Pluto, der von 2008 bis 2024 in Steinbock weilte, brachte die Übermacht der kapitalistischen Systeme, die jetzt ums Überleben kämpfen, zu Fall. Oder er bringt zu Fall. Die sind jetzt am Aushauchen. Es ist verständlich, dass all das, was sich seit 1842 entwickelt hat und gute 158 Jahre gültig war, nicht von einem Tag auf den anderen umgekrempelt werden kann. Das bedeutet, dass es für uns darum geht, in der Entwicklungsspirale, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit der Erde etc. und mit der Materie mitnehmen und das, was eben nicht mehr stimmt, ablegen, kurz und bündig. Solche gewaltigen Übergänge finden nicht an einem bestimmten Datum statt. Sie bereiten sich Jahrzehnte im Voraus vor und sind erst Jahrzehnte danach abgeschlossen. Die Übergangsphase, in der wir uns jetzt befinden, begann 25 Jahre vor dem Ende des Maya-Kalenders und endet in etwa 25 Jahre danach. Das heißt, die wirklich heiße Übergangszeit dauert bis 2037 und ich denke, jetzt ist so ein weiterer Kipppunkt dieses Jahr.
Zum besseren Verständnis der Geschehnisse im individuellen und kollektiven Erleben deshalb zuerst ein Rückblick. Als Sekundenzeiger in der Menschheitsgeschichte fungieren die geistigen Planeten, die in den letzten Jahrzehnten die Unterwelt durchquert haben. Doch um was geht es in der Unterwelt? Die Unterwelt, ich muss jetzt hier sagen, ich beziehe das in meine Deutungen hinein, was man am Himmel sieht. Ich arbeite mit den Sternen und vor allem auch mit der Ekliptik, weil ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen sonst. Und das ist jetzt für euch vielleicht total neu und ja, hört einfach mal zu. Die Unterwelt war bei den Babyloniern und Ägypten ein Himmelsgebiet, das im Sternbild Waage beginnt und im Sternbild Schütze endet. Durch die Präzession sind in den letzten 2000 Jahren die Tierkreiszeichen im Verhältnis zu den Sternbildern auseinandergedriftet. Deshalb beginnt die Unterwelt in der Mitte des Tierkreiszeichens Skorpion und endet im Tierkreiszeichen Steinbock. Der Übergang von einer Epoche in die andere nahm in den 80er Jahren seinen Anfang und wird sich nach 2033, oder einmal habe ich geschrieben 87, das müssen wir flexibel sein, zu Ende neigen. Als Akteure fungierten Uranus, Neptun, Pluto, gefolgt von Saturn und Jupiter, die nacheinander dieses Himmelsgebiet durchschritten haben. Das ist ganz interessant, wenn man das anschaut. Das ist jetzt eine Himmelskarte und Uranus durchquerte von 1979 bis 88, Neptun von 65 bis 96. Und im Juli trat Pluto in die Unterwelt ein. Und schaut einmal, wie Pluto ist nördlich der Ekliptik. Und man kann da eigentlich schwierig von einer Konjunktion sprechen, wenn man das sieht. Gefolgt von Saturn im Jahr 2013 und Jupiter im Jahr 2017. Ich werde jetzt ziemlich viel über diese Waage sprechen. Und hier gibt es drei Sterne, das ist Zuben, Zubene Shamali, Brachium und Zubene Denubi. Das ist das Zünglein der Waage und diese beiden kann man hier auch mit Luzifer und Ahriman gleichsetzen. Also diese Kräfte, ich stütze mich hier stark auf die Anthroposophen, was Steiner schrieb, die sich eigentlich bekämpfen und die unser Bewusstsein schärfen. Das ist der andere Punkt. Die kosmische Waage ist immer in Bewegung. Es geht um das Gleichgewicht zwischen Luzifer und Ahriman. Luzifer beflügelt unseren Geist, er verführt uns dazu, über das hinauszugehen, was möglich ist. Alle großen Meisterwerke der Menschheit konnten nur dank dem Einfluss von Luzifer erschaffen werden. In unserer Zeit können wir die Werbung und die Medien Luzifer zuschreiben. Das Problem ist, dass die Realität oft nicht gesehen wird. Das geht mir selber oft so. Ich bin begeistert und so weiter und dann sehe ich erst nachher, wie viel Zeit es braucht. Ahriman, Zubene Shamali, dagegen verleiht die Gabe, die Materie dank unserem Denken zu bearbeiten, was zu großartigen Resultaten führen kann. Ahriman steht bei allen Planungen Pate, die auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse das Übliche repetieren, indem Ahriman die schnellen, ausgrenzenden und absoluten Beurteilungen fördert, kann man ihn auch als Herrn der Lüge bezeichnen. Und die Lügen sind sehr aktuell in unserer Zeit. Der Punkt ist, dass Luzifer und Ahriman versuchen, uns vom wahrhaft Göttlichen, von der schöpferischen Quelle allen Seins abzuhalten, ihm sehen sie das, was unsere Seele anstrebt, mit Egoismus durchkreuzen. Das Zünglein an der Waage ist der Stern Zubener Genubi. Er bildet das dritte
der Mensch, der im Gleichgewicht sein Göttliches empfinden muss, das muss der Mensch selbst tun. Wir brauchten in den letzten Jahrzehnten extrem viel Mut, Wachsamkeit und geistige Klarheit, um diese Kräfte zu erfassen. Viele haben das nicht erfasst in dem Sinn. Wo wir jetzt stehen, hängt davon ab, welche Lehren wir aus den Herausforderungen der letzten Jahre gezogen haben. Wo wir jetzt stehen, haben wir diese Krisen gemeistert, die eigentlich zu uns allen gekommen sind. Der Ausgang der Unterwelt befindet sich im Wurzelchakra des Pferdeleibes, also der Stände der Schütze, und beeinflusst 26 bis 30 Grad des Tierkreiszeichens Steinbock. Die zentralen Themen des Wurzelchakras sind Erdung, Sicherheit, Kraft, Selbsterhaltung, auch beim Menschen. Eine enorme Kundalini-Energie eigentlich, wenn sie freigesetzt ist. Aber dort sind auch die Traumas gelagert. Doch es ist nie Hopfen und Malz verloren. Wir können diese Prozesse, die von 89 bis jetzt stattgefunden haben, jederzeit wiederholen. Da wir uns am Ende einer Epoche befinden, in der die sogenannten dunklen Kräfte das ausbeschieden ist, wird der Kampf zwischen Luzifer und Ahriman momentan extrem geführt. Das sehen wir in den Kriegen, die jetzt laufen. Ein ganz dunkles Kapitel sind unter anderem diese Kinderprostitution, die wilde Gier, die keine Grenzen kennt, und die skrupellose Kriegsführung. Das sind einfach die beiden Parteien auch. Ich fand das wichtig, das zu erwähnen. Die Reise der langsam laufenden Planeten durch die Unterwelt setzte die globale Reformation unserer Zeit in Gang, die dann einen Höhepunkt erreicht hat, als Saturn Pluto, ich glaube, das war 2020, in Konjunktion befand. Die Reformation, die andere ist Luther, Luther-Thesenanschlag, da war auch Saturn und Pluto im Steinbock. Die gemeinsame Reise von Pluto, Saturn und Jupiter durch die Unterwelt bestärkte uns in unterschiedlichen Färbungen Jahre, in denen sich Zusammenbrüche und intensive Transformationsprozesse ereigneten. Diese hatten zum Ziel, notwendige Evolutionsprozesse voranzutreiben. Wir können diese Jahre als Prüfungsjahre bezeichnen, in denen all das von uns abfiel, was uns am Wachstum hindert. Und natürlich sind viele immer noch, man kämpft und dem schmiert man doch etwas aus und da ein Rechtsfall und so weiter. Das ist das andere. Jetzt können wir schauen im individuellen Leben, was seit 89 passiert ist und wo wir jetzt stehen. Könnt ihr vielleicht daheim nachdenken oder vielleicht fällt es euch ein. Gut. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Pluto durchquerte das letzte Mal 1778 bis 1799 den Wassermann. Jetzt gehen wir ein anderes Zeitfenster. Damals entstanden die Menschenrechte und die Französische Revolution. Für die damalige Eliten dürfte es eine sehr ungemütliche Zeit gewesen sein. 1978 jedoch hob auch der erste Ballon, bemannte Ballon, ab. Das war die Mongolfähre. Das heißt, es sind jetzt eigentlich ähnliche Themen. Ich denke jetzt gerade an Elon Musk mit seinen Raketen, es hat nicht so ganz geklappt, aber wir haben diese Themen. Zumindest geistig heben wir ab in luftige Sphären. Das Problem ist, dass die ganz gewöhnlichen Bürger, oder ich würde mal sagen, der unbewusste Mensch, der hat das Denken verlernt und er lernt die Verantwortung ab. Es gibt ja immer Gesetze und jemand, der sagt, wie man es tun muss. Viele haben die Fähigkeit verloren, für sich selbst und ihre Umgebung zu denken und zu handeln.
Was viele Politiker und Herrscher sowie auch Mediensüchtige und träge Menschen wieder lernen müssen, ist, einen klaren Geist zu bewahren und Realitäten so zu sehen, wie sie sind und nicht so, wie man sie gerne hätte. Der Punkt ist, dass nur dort, wo eine menschenfreundliche Ehrlichkeit das Sagen hat, sich der Raum, sprich die Herzen, für Sensibilität, Lebendigkeit, Mitgefühl und Kooperation öffnen kann, was gleichzeitig ein natürliches Verlangen nach sich zieht, all das zu verändern, was nicht wahr ist. Und natürlich ist die Wahrheit ist immer relativ. Man hat manchmal das Gefühl, jetzt habe ich es, und dann ist kurz danach wieder anders. Doch da viele nicht einmal bemerken, dass sie angelogen werden und auch selbst zu Lügen greifen, beschränkt sich das Privileg, ein erwachter Mensch zu sein, vorerst einmal auf eine Minderheit, die jedoch stetig wächst. Ich bin vielleicht hier ein bisschen böse, aber wenn ich so beobachte, wie viele Notlügen immer wieder, es ist wie so normal. Dabei ist es Normalste, natürlich zu sein, oder? Der Wechsel von Pluto am 21. Januar wurde von der Sonne begleitet. Das finde ich unheimlich spannend. Ich weiß nicht, ob ich das realisiert habe. 20. Januar 1445 war die Pluto-Sonne-Konjunktion exakt. Wenig später lief die Sonne in den Wassermann und am 21. Januar, also ein paar Stunden später wiederum, um 2.36 Uhr wechselte Pluto vom Steinbock in den Wassermann. Die Konjunktion ereignete sich also auf 29 Grad 59, also eine Sekunde. Im Steinbock, das sabische Symbol, nach dem Rudyard für 30 Grad Steinbock sagt, eine geheime Zusammenkunft von Menschen, die verantwortlich sind für die Entscheidung von Weltangelegenheiten. Schlüssel, die Macht, die Verantwortung zu übernehmen für schwierige Entscheidungen, die nach reiflicher Überlegung mit denen gefällt werden, die diese gleiche Macht teilen. So düster. Ein Beispiel für solche geheimen Zusammenkünfte, die mittlerweile nicht mehr so gemein heim sind, ist The Great Reset. Ich glaube, fand der nicht im Februar oder März statt? Februar, glaube ich, in Davos. Damit ist die Initiative des WEF gemeint, die die Welt neu ordnen will. Doch da diese Konjunktion auf der letzten Bogenminute, das ist eigentlich ein Fehler, im Steinbock stattfand, und wenig später Pluto und Sonne in den Wassermann wechselten, werden es der Great Reset und andere Eliten nicht schaffen. Die Menschen so zu beherrschen, wie sie das in früheren Jahrzehnten gemacht haben. Dennoch gilt es, achtsam zu sein, denn ihr Ziel ist, aus uns einen, sagen wir übertrieben und vielleicht nicht übertrieben, einen menschlichen Roboter zu machen. So sagte Klaus Schwab, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Was sagt das sabische Symbol für die magische Gradzahl von 0 Grad Wassermann? Eine alte aus Lehmziegeln gebaute Missionsstation in Kalifornien. Schlüssel, die Kraft in jedem wirklich großen Menschenwerk fortzudauern, weit über die Lebenszeit seines Urhebers heraus. Wow, das finde ich sowas von genial. Das soll uns motivieren. Wir erschaffen uns unsere Erde. Und zwar nicht, man muss nicht so große Pläne haben, man muss einfach bei sich sein und sein Umwelt so gestalten. Resignation spielt den Mächtigen in die Hände. Deshalb zählt jede Seele etc. 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 Das ist das Thema
der Selbstverantwortung spreche ich immer wieder an, weil Satan regiert nicht nur über den Steinbock, sondern auch über den Wassermann. Das ist das Wichtigste überhaupt, wenn wir das können. Ein höheres Bewusstsein wird immer natürlicher werden, weil sich die Schwingung der Sonne und der Erde erhöht. Also auch unsere Schwingung wird höher. Es kann weise sein, nicht alles zu sagen, womit nicht Lügen gemeint ist. Der tiefere Grund ist vielmehr, dass sich die Menschen nicht mehr verstehen, weil sie in einer anderen Bewusstseinsebene leben. Es ist, als ob Parallelwelten am Entstehen sind. Ich finde es einfach phänomenal, dass wir das astrologisch so genau nachvollziehen können. Diejenigen, die weiterhin mit den alten Gesellschaftsstrukturen funktionieren, und das sind eigentlich viele, werden den Sprung in eine neue Bewusstseinsebene nicht schaffen, oder zumindest nicht jetzt. Und es ist nicht an uns, das zu bewerten. Pluto wird am 2. Mai rückläufig auf 2 Grad Wassermann, und etc. etc. Ich will darauf hinweisen hier, in diesem Horoskop sind Saturn, Neptun und Uranus eigentlich alle geistigen rückläufig, mit Ausnahme von Jupiter. Und da werden noch einmal ganz individuelle, kollektive Transformationsprozesse stattfinden. Diese Endphase von Pluto im Steinbock ähnelt einer Schlussbereinigung, in der überholte Systeme zusammenbrechen und fadenscheinige Ideologien auffliegen. Also es wird sicher ein heißer Sommer und der Herbst ja auch. Es muss mit großen Kämpfen um Macht, Besitz sowie Geld und Ressourcen gerechnet werden. Es ist gut, Erfahrungen zu nutzen. Weise ist, wer keine Fehler wiederholt. Ich sage das so, weil manchmal neigt man dazu zu beschönigen, ach, das war doch gar nicht so schlimm und du warst doch einfach zu sensibel. Hört auf euer Herz und lasst euch nicht verführen, nur den gesellschaftlichen etc. etc. Dinge zu tun, die nicht mehr zu euch passen. Pluto wechselt dann am 19. November definitiv in den Wassermann. Dann ist freie Fahrt für Pluto, für alle Humanisten, Forscher und Erfinder und auch die Außenseiter und Schwurbler, zu denen gehöre ich auch. Ja, werden wir mal schauen. Im Wassermann richtet sich der Mensch auf. Der Wassermann ist auf der Körperebene in den Unterschenkeln inkarniert. Und man kann ja ohne Unterschenkel gar nicht aufstehen. Also der Mensch richtet sich im Wassermann auf, er greift zu den Sternen, er greift zum Geistigen und wird sich vielleicht bewusst, dass er ein göttliches Wesen ist, wobei wir das normalerweise nicht so sagen. Dies befähigt ihn dazu, die Dinge aus einer erweiterten Perspektive wahrzunehmen, weil der Himmel öffnet sich ja jetzt. Ja, es sind die Außenseiter, die Impuls zu Veränderungen liefern. Das war immer so. Das Pro und Contra der künstlichen Intelligenz mit Pluto im Wassermann. Zunahme der Kontrolle über das Internet etc. etc. Und alles, was ist ja in den Clouds gelagert. Lassen wir es nicht zu, dass unsere Flügel gestutzt werden, weil da ist auch eine Kontrolle dahinter. Es braucht Disziplin, sich nicht von den Medien überfluten und einlullen zu lassen. Es braucht Zeit, selbst zu denken und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist diese individuelle schöpferische Kreativität, die der programmierten künstlichen Intelligenz weit überlegen ist, doch nicht nur. Künstliche Intelligenz ist ein Hilfsmittel, das uns Routinearbeiten abnehmen kann. Künstliche Intelligenz hat den ungeheuren Vorteil, riesige Datenmengen in kürzester Zeit zu verarbeiten.
Von daher können wir gar nicht mehr zurück. Ausgenommen, wir müssen. Und trotzdem sind diese Entwicklungen gefährlich. Seien wir achtsam. Jetzt komme ich zum Himmel. Am Himmel ereignet sich der Übergang von Pluto in das Tierkreiszeichen Wassermann zwischen den Sternbildern Steinbock und Schütze. Dieser leere Raum hier wird die himmlische Wüste genannt. Die himmlische Wüste erstreckt sich im Tierkreis in etwa von 29 Grad Steinbock bis 4 Grad Wassermann. In dem Haus, wo sich in eurem Horoskop 0 Grad Wassermann befindet, ereignet sich ein Paradigmenwechsel, der sich in diesem Leben nicht mehr wiederholen wird. Hinter dir liegt eine Vergangenheit mit ihren Schätzen und ihren Erfahrungen, die du nutzen kannst, doch nicht wiederholen möchtest. Vor dir liegt eine unbekannte Zukunft mit all ihren Möglichkeiten, Chancen und Ängsten, weil wir nicht wissen können, wie sich die Dinge entwickeln. Das können wir nicht. Der Himmel empfiehlt, nach diesen stürmischen Zeiten eine Besinnungspause einzulegen, damit im Jahr 2026, wenn Pluto 4 Grad Wassermann passiert, ein nachhaltiger Neuanfang möglich ist. Jesus und seine Jünger gingen freiwillig in die Wüste, um sich selbst zu finden. Ich muss sagen, ich befasse mich auch mit den christlichen Mythen, also man sagt die Bibel, aber für mich sind das auch wunderbare Mythen. Es gibt Hermann Beck, heißt er, glaube ich, er hat ein Buch geschrieben, denn Jesus hat 3 Jahre gelehrt. Und diese 3 Jahre beschrieb er anhand der Sternbilder. Und das Ungeheuer. Also Jesus starb, als Pluto im Sternbild Schütze war. Also das, dort. Also das wäre jetzt auch diese Zeit gewesen. Das Ungeheuer. Und diese Wüste war bei Jesus und den Jüngern, die wurden ja auch verfolgt, die gingen in die Wüste, wir haben die Wüstenpferde. Die Wüste kann jetzt bei uns unsere Wohnung sein oder wir ziehen uns einfach zurück. Wir überlegen, wir müssen gar nicht überlegen, wir müssen uns finden. Das ist auch wichtig, weil das Tierkreiszeichen Wassermann neigt zu geistiger Unruhe. Pluto im Wassermann wird unseren Geist noch mehr in Wallung bringen. Doch nur ein ruhiger Geist in Kontakt mit dem Herzen ist fähig, da wirklich schöpferische Impulse zu empfangen und umzusetzen. Jesus Christus blieb 40 Tage lang in der Wüste und wurde von Satan versucht. Wir haben hier diese 40 Tage, die haben wir auch bei der rückläufigen Venus, die Versuchung. Und 40 kommt relativ häufig vor. Auch wir sind vor Versuchungen nicht gefeit. Die Versuchung ist gegeben, in leidbringende Verhaltensmuster zurückzufallen, die uns bis anhin vermeintlich Sicherheit schenkten. Verständlich. Die Versuchung ist auch gegeben, sich beispielsweise vom tollen Angebot ködern zu lassen und Dinge zu tun, die im Widerspruch zu unserer Lebensaufgabe stehen. Also ich muss nur noch 10 Jahre arbeiten und ich will doch meine Pension nicht riskieren und. Und dann, wenn sie pensioniert werden, sind sie krank. Das sind schwere Entscheidungen, ich möchte, das verstehe ich. Deshalb muss ich das Denken stabilisieren. Ich spreche vom Denken, weil es ist dann unser Verstand und unser Denken, was nicht das Gleiche ist wie der Geist in diesem Sinn. Damit wir fähig sind, unseren Visionen treu zu bleiben. Und dies wiederum setzt Vertrauen ins Unbekannte voraus. Da ist ein Zitat von Christus. Er sagt, verlasse deine Brüder und Schwestern und folge mir nach. Ich habe das lange nicht verstanden. Aber man kann nicht in etwas leben, was uns nicht entspricht, weil es behindert die Entwicklung.
das werden in unserer Zeit vor allem Völkergruppen haben, wo die Clans sehr wichtig sind, da auszutreten aus dem Clan. Oder? Wir leben in einer Zeit der großen Weltentrennung, die sich im Jahr 2024 zuspitzen wird. Familienmitglieder verstehen sich nicht mehr, langjährige Ehen gehen auseinander und Freundschaften etc. etc. Einer der Gründe ist, dass wir uns in unterschiedlichen Resonanzfällen bewegen. Wir können das nicht ändern. Deshalb sollten wir auf Extreme und Machtkämpfe verzichten. Wenn wir uns da einmischen, sind wir immer am einen oder anderen Pol, aber nicht in der Mitte. Wir sind dann bei den Russen oder den Amerikanern und beide haben einen Saustall, oder? Für den Menschen der neuen Zeit wird es immer schwieriger, in festgefahrenen Strukturen zu leben. Er befreit sich dann von Status, Macht, Geld und Besitz, wenn damit Abhängigkeiten verbunden sind. Sein Bedürfnis nach Individualität und Freiheit zwingen ihn dazu. Er fühlt sich nicht mehr wohl, das alles zu verlassen. Und es ist auch eine Zeit, wo diese ererbten Familienmuster sich auflösen. Ja, das hat schon mein Vater so gemacht. Schon mein Großvater hatte Herzprobleme, die habe ich geerbt. Aber es geht ja eigentlich um etwas anderes. Wo liegen die Chancen des einzelnen Menschen? Das finde ich wunderschön, wie sie es sagt. Zwei Dinge sind wichtig. Das eine ist an Gott zu glauben und das andere ist Selbstbewusstsein zu haben. Das schließt sich nicht aus. Das Individuelle und Gott kann man auch als Kosmos, als die Schöpfung bezeichnen. Ich weiß auch nicht, was richtig ist. Es ist schwierig, diese Wortwahl. Bescheidene Gläubigkeit und ein natürliches Selbstbewusstsein befähigen uns dazu, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, ohne ständig nach Profit zu schielen. Und das wird immer wichtiger. Und wir müssen uns nicht einmal bemühen. Manchmal spürt man das einfach bei einem Menschen. Okay, das spielt, da ist kein Hintergedanke daran. Und jetzt komme ich zu einem auch interessanten Aspekt mit Pluto im Wassermann. Er ist ja gleichzeitig dann im Sternbild Steinbock. Erst im Jahr 2027 oder 26 in etwa dann, wenn Pluto auf 4 Grad im Tierkreiszeichen Wassermann ist, verlässt er auch diese sogenannte leeren Raum, also die himmlische Wüste, und tritt in den Steinbock ein. Das Sternbild Steinbock wurde ursprünglich Ziegenfisch genannt. Der Fischschwanz symbolisiert den kollektiven Raum des Lebens, spendenden Wasser und die Ziege die individuellen Errungenschaften. Zu den bekannten Qualitäten des Tierkreiszeichen Wassermann kommt also die Gabe hinzu, auch das wahrzunehmen, was sich im Unbewussten abspielt, auf der Erde und in den Wassern, und dadurch eine höhere Sicht über das Leben zu erlangen. Der Naturgott Pan gehört zum Sternbild Steinbock. Es gibt, jede Kultur hat ihre Götter, aber Pan passt einfach jetzt so wunderbar zur Zeit. Der die Panflöte spielende Gott lehrt uns den Respekt vor Mutter Erde und sorgt dort für Panik, wo diese fehlt. Seine Hörner sind nicht einfach Teufelshörner, sondern Zeugen von der Fähigkeit, Wissen aus höheren Dimensionen zu empfangen. Die Mittagsruhe war Pan heilig. Wurde er gestört, versetzte er die ruhenden Herden in panischen Schrecken, worauf die Tiere in Massen flohen. Das erzählt der Mythos. Erinnern wir uns, als Saturn in den Wassermann eintrat, brach die Corona-Pandemie aus. Pandemie. Und es herrschte Panik. Nun, dieser Mythos macht uns darauf aufmerksam, dass die Ursachen von Pandemien
auch im fehlenden Respekt vor der Natur zu suchen sind. Pan war zornig und wird vermutlich wieder zornig werden. Dies untermauerte der Biologe Clemens Arvey in seinem Buch »Wir können es besser«, wie die Umweltzerstörung die Corona-Pandemie auslöste und warum ökologische Maßnahmen oder Medizin unsere Rettung ist. Leider brachte er sich um. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, der Druck war zu hoch. Und das ist eine Skulptur, die ist in Deutschland irgendwo. Ich habe es zu klein reingeschrieben. Wunderschöne Skulptur. Und diese Hörner, das sind die Empfangsstationen, wo wir empfangen. Das ist beim Stier auch so. Und man, also bei den Stieren und bei den Kühen, man legt die Hörner einfach ab. Auch Moses wird zum Teil mit Hörnern abgebildet, so mit Ansätzen. Dabei ist es, früher haben die Menschen das noch gesehen. Die haben die feinstofflichen Körper gesehen und gesehen diese Hörner, diese Antennen. Das ist der andere Aspekt. Vielleicht wachsen sie uns wieder. Also wir haben sie auf alle Fälle feinstofflich. Das ist kein Steinbock, sondern ein Hirsch. Er hat mir einfach so unglaublich gefallen. Beschert uns Pluto im Wasser waren in diesem Himmelsgebiet neue Offenbarungen. Rudolf Steiner hat geschrieben, dass die Offenbarungen im neuen Zeitalter über die Natur geschehen werden. Ich gehe davon aus, dass dies mit Pluto im Wassermann der Fall sein wird. Diese Prozesse werden mit Jupiter und Uranus im Stier in einem rasanten Tempo gefördert, und zwar auch durch Ereignisse, die zu einer Neuorientierung führen. Genau. Pluto im Tierkreiszeichen Wassermann und im Sternbild Steinbock. Also man deutet das eigentlich so, der Wassermann, der bekannte Tierkreis, hat mit den Jahreszeiten zu tun, mit dem Rhythmus der Jahreszeit, und der funktioniert. Was aber aus der Tiefe des Himmels wirkt, ist einfach archaisch, das kann man nicht leugnen. Man muss schauen, was am Himmel passiert, und meistens schaut man ja nur auf den Computer in unserer Zeit. Das heißt jetzt, wir können diese Erkenntnisse des Wassermanns dafür einsetzen, Gesetze zu erschaffen, die das soziale Zusammenleben von Menschen neu regeln. Weil das Sternbild Steinbock ist auch der Gesetzgeber, der Stern der Nebalgedi. Dadurch kann der gemeinsame kollektive Raum auf der Erde und in der Luft in Freiheit gestalten werden. Ich überspringe das, weil es kommt noch so viel. Menschliche Roboter oder Roboter wie Menschen, ich komme wieder darauf zurück, doch eines soll uns beruhigen. Roboter und künstliche Intelligenz können keine Emotionen und Gefühle empfinden und auch nicht völlig neue Dinge hervorbringen. Dazu braucht es den Erfindergeist des lebendigen, göttlichen und nicht gechippten Menschen. Ich habe gelesen, dass es einzig ein Schachcomputer kann, das weiter zu entwickeln. Aber ich verstehe das nicht so, also lassen wir es. Wir können aber diese Technologien nicht einfach ablehnen, weil es hat auch viele Vorteile, gerade im medizinischen Bereich, mit diesen Hightech-Prothesen etc. Wir haben immer beides. Okay, jetzt komme ich zu Neptun, jetzt unterbreche ich ein bisschen. Hat jemand Fragen oder wie war das jetzt für euch? Ja? Ich habe nicht eine Frage für das, sondern für was? Interessant bis jetzt, aber es ist schwierig. Ja, ich weiß. Sie hört. Hier hinten, Sie, manchmal, wenn Sie nach vorne sprechen, ist der Ton weg. Es ist auch sonst. Und sorry. Die Schrift ist oft zu klein, dass man es lesen kann. Mit den neuen Brillen. Gut, dann komme ich vielleicht ein bisschen nach hinten. Ist das gut so? Ist das viel besser? Ja, viel besser. Wie? Dass man das aussieht.
Nein, aber das wird jetzt da stehen. Okay. Aber es ist so eine leise Stimme manchmal, dass er das Glas noch abstechen, je nach Satz. Das ist eine tote Hose. Sorry. Ja. Ja, wo findet man den Schlüssel für die saubischen Symbole? Bei den und ja. Ja, es gibt auch Mark Jones, hat auch, es gibt zwei Interpretationen. Ich habe gerne und ja, aber das andere ist auch im Stammwasser. Und immer ausrunden auf dem Messingrad. Ja. Gut. Ist es okay, wenn ich weiterfahre? Jetzt kommen wir zu Neptun. Neptun ist von 2012 bis 2025 in den Fischen. Er bewegt sich in diesem Jahr von 25 bis 27 Grad in diesen Zeichen. Diese Grade im Tierkreiszeichen Fische werden aus der Tiefe des Himmels vom Kopf und vom Leib des westlichen Fisches beeinflusst. Dann haben wir wieder eine Himmelskarte. Das ist das Sternbild Fische. Interessant ist, dass in unserer Zeit der Widder über den Fischen liegt. Also Wiedergeborene von dem, ja? Ist gut jetzt. Ist gut, okay. Danke. Wiedergeborene sind gar nicht so ruppig und so weiter, weil darunter ist meistens ein Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen bei Kindern. Von daher gesehen, dass die Fische sind. Nun, die Gestaltungskraft von Neptun im Tierkreiszeichen Fische erfährt durch den Umstand, dass er sich nicht nur in den Fischen im Tierkreiszeichen Fische befindet, sondern auch im Sternbild Fische eine Verdreifachung. Er, der Gott der Meere, schürt die Sehnsucht nach Verbundenheit mit allem Sein. Freude, Mitgefühl und so weiter. Im schwierigen Erleben sind hier die Themen von Schuld und Opfer verstärkt, kommen die verstärkt zum Ausdruck, beispielsweise im Umgang mit Flüchtlingen. Da werden wir ja auch ganz tüchtig überfordert, würde ich mal sagen. Es kann auch vermehrt zu Wasserkatastrophen kommen. Das sind die Fische. Also ein Symbol des Christentums. Zu Beginn des Christentums befand sich der Frühlingspunkt etwa hier. Also die Epochen, die Zeitalter wechseln mit dem Frühlingspunkt. Wir haben in den letzten 2000 Jahren Christentum gehabt. Und jetzt geht es eigentlich um das Bewusstsein, das Christusbewusstsein. Wir können auch sagen, dass die damals revolutionären Ideen und die Lehren von Christus, Jesus Christus, erst jetzt reif sind, in die Massen, in die Herzen der Menschen zu greifen. Es ist ein Unterschied, die Religionen, was die gelehrt haben und was Jesus Christus wollte. Jesus Christus setzte nämlich den Individualisation, also das Individuelle im Menschen frei. Die Integration des Christusbewusstseins ist dringend notwendig, denn Gewalt und Krieg müssen aufhören. Die Jupiter-Saturn-Konjunktionen, mit denen lässt man die ganze Weltgeschichte, habe ich durchgesehen, 3000 Jahre vor Christus, nach Christus, 5000 Jahre, immer wieder dasselbe Elend, immer wieder Krieg und Kriege. Das Zusammenspiel aller beschriebenen Planetenkräfte hilft uns dabei. Nach McLuhan können wir sagen, es gibt keine Passagiere auf dem Raumschiff Erde, jeder gehört zur Besatzung. Also es ist dann die Fische, wir erweitern unser Bewusstsein. Wir sind riesen, göttliche Menschen.
Das haben die uns unterdrückt. Wir waren ja immer schuldig. Die meisten waren ja nie gut genug. Mit Neptun im Tierkreiszeichen und Sternbildfische sind die Frequenzen zu lieben und zu leiden erhöht. Also das heißt, unsere Gedanken und Emotionen manifestieren sich in unserer Zeit rascher als je zuvor. Deshalb ist gerade im Zusammenspiel mit Pluto im Wassermann eine geistige und emotionale Hygiene unumgänglich. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doch das Wichtigste sind wir selbst. Wir sind uns selbst am Nächsten. Und das hat gar nichts mit Egoismus zu tun. Richtig verstanden. Denn erst wenn wir uns selbst gern haben, können wir andere lieben. Zugleich geht es aber auch, unseren Kopf, unsere intuitive Intelligenz zu nutzen, was uns davor bewahrt, blindlings zu lieben und damit und anderen zu schaden und uns selbst. Wir haben es also mit einem höchst spirituellen, kreativen Neptun zu tun, der Menschen hervorbringt, die als große Lehrer wirken. Beispiele sind Einstein und Steiner, die Planeten in diesem Himmelsgebiet hatten. Seine unglaubliche Intelligenz dort. Ein liebender Sein. Man vielleicht ein bisschen weniger geschwurbelt wäre, ich bin ein empathischer Mensch, das können wir auch so sagen. Mit wem und was stehen wir in Resonanz? Je entspannter wir sind, desto höher ist unsere Schwingung und desto mehr leben wir im Einklang mit unserem Sein. Es gibt erstaunlich viele Menschen, und das erschüttert mich eigentlich manchmal auch in Beratungen, die haben kein Ziel. Sie leben einfach, möglichst bequem natürlich, aber das geht nicht. Ältere Menschen kommen dann noch mit dem Argument daher, dass es sich nicht mehr lohne. Eine wunderschöne Alternative bietet uns Neptun an, lädt er uns doch ein, ein Liebender zu sein. Und wenn ich das manchmal einer alten Frau, das bin ich ja auch mittlerweile, sage, die legen dir auf. Oh, das ist eine Perspektive. Es reicht. Die Liebe auszustrahlen, also einfach mal ja, Verständnis. Saturn in den Fischen. Das ist auch interessant. Saturn durchquerte das letzte Mal von 94 bis 96 die Fische. Der war ja dort. Zum Besseren. Verständnis lohnt es sich zu schauen, was in jener Zeit in unserem Leben passiert ist. Oder auch 64 bis 67 sind ganz wichtige, markante Übergänge gewesen. Saturn trat im März 2023 in die Fische ein und bleibt noch bis Mai 2025 in diesem Zeichen. Saturn bewegt sich in diesem Jahr von 3 bis 16 Grad Fische. Da die Fische das letzte Zeichen im Tierkreis sind, lösen sich bestehende Formen auf und gleichzeitig sind neue am Entstehen. Man sieht ja das auch aus dem Symbol hier. Ah, das geht nicht so richtig. So. In zwei Richtungen. Das passiert, Saturn ist am Himmel im Sternbild Wassermann. Dort ist jetzt die Venus, das ist aktuell. Das war beim Frühlingsaufgang, jetzt ist die Saturn fast schon verlassen. Ist noch in Konjunktion, glaube ich. Das Himmelswasser, das der Wassermann aus seiner Urne gießt, befruchtet den Kreislauf des Wassers auf der Erde. Bringt er den Wassermann immer mit Geist in Verbindung. Und das, den Zusammenhang mit dem Wasser zu sehen ist sehr schön. Es kann zu Überschwemmungen führen oder auch man fühlt sich von inneren und äußeren Eindrücken überschwemmt. Ich habe hier den Wassermann, das ist von Urania Smirre, gezeichnet. Man muss wissen, dass bei den Ägyptern seinerzeit
der Wassermann aufging als der Nil flutete. Der Nil ist der einzige Fluss, der damals flutete. Und da wurde die Erde fruchtbar und deshalb haben sie den Wassermann als so gezeichnet, der das Wasser bringt. Und es ist eigentlich das geistige Wasser und der fallende Wassertropfen ist ja von der Sonne und von der Luft aufgetankt. Also daher die geistige, das Geistige im Wasser ist anders als das Grundwasser, das aus der Erde kommt. Und wenn ich dann einen Wassertropfen sehe, die Tautropfen, die haben ja die Einform, das ist alles drin. Also von daher Wasser und Geist, der Geist schwebt über den Wasser, aber wir hören den Geist nur, wenn unser inneres Wasser ruhig ist, unsere Emotion. Was bin ich da abgewichen? Das ist Grenzen setzen mit Satan in den Fischen und Grenzen erweitern, das ist nicht einfach. Das ist ein Grenzpunkt zwischen Richtersee und Wädenswil. Mit Saturn ist das wichtig, dass wir unsere Grenzen wahrnehmen und schützen. Es kann sein, dass Grenzen und Strukturen flexibler werden, das müssen wir. Und zwar hoffentlich im Sinne eines Mitgefühls und eines gegenseitigen Gebens und Nehmens. Mit Saturn in diesen Gefilden geht es deshalb auch darum, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Kein Mensch ist völlig autonom. Wir sind alle in einem gewissen Maße fürsorgeabhängig. Dort, wo Veränderungen, Fische sind ein veränderliches Zeichen, boykottiert werden mit Saturn in den Fischen dafür sorgen, dass beispielsweise bestehende Strukturen unterhöht werden, werden Mosch vom Wasser. Eine andere Manifestation, dass die Dinge zögernd angegangen werden, man scheut sich davor, Verantwortung zu übernehmen. Das ist Unklarheit im Intrigen und Missmut etc. Das ist wichtig. Der ist ja, lebt ja nicht mehr unter uns. Durch das Wasser ist das Thema des Einmischens. Wenn wir uns überall einmischen wollen, wo himmelschreiendes Unrecht geschieht, dann riskieren wir den dritten Weltkrieg. Sagt er schlecht. Und diese Gefahr besteht doch jetzt. Also man muss es aushalten, dass man nicht immer Millionen in die Ukraine senden kann. Es gibt immer diese beiden Seiten. An dem Tag, an dem das Volk die Bedeutung dieses Bildes erkennt, endet die Party. Also die Fische haben auch mit der Pharmaindustrie, Gas, Öl und so weiter zu tun. Es kann sein, dass diese Branchen zur Rechenschaft gezogen werden. Auch die Arbeitsbedingungen in gewissen Berufen können sich noch verschärfen. Auch die Armut, Inflation etc., was dazu zwingt, im Potenzial neue Systeme zu erschaffen. Ein Fels in der Brandung. Mit Saturn in den Fischen stellt sich auch die Frage, wie standfest bin ich, wenn der Boden unter mir schwankt? Oder wenn ich mich auf einem Schiff nach dem Wetter und den Gezeiten richten muss? Nun, im Potenzial verleiht uns Saturn in den Fischen die Stärke, ein Fels in der Brandung zu sein und auch bei stürmischem Wetter Ruhe zu bewahren. Das habe ich schon im letzten Jahr erzählt, das ist immer noch gültig. Das ist die Zeit fließen zu lassen. Let it to-do listen und let it be listen, ich würde jetzt sagen, im Hier und Jetzt leben. Ist das Adäquate. Es fließen zu lassen, jetzt bin ich hier und ich vergesse, wie es meine Katze zu Hause gehen könnte. Es bringt ja nichts. Ich
Damit verabschieden wir uns automatisch von dem, was keine Bedeutung mehr hat, weil im Hier und Jetzt haben wir die größte Kraft. Und nun ein Blick in das nächste Jahr. Jetzt frage ich nochmal zurück, war das zu viel oder ist das okay? Saturn läuft auf Neptun zu. Am 16. Juli 2025 geben sich die beiden ein erstes Stelldich ein auf 2 Grad im Tierkreiszeichen Widder. Wow! Schaut einmal dieses schöne Trigon an. Das ist das erste Mal nach vielen Jahren, wo Pluto keine Quadrate bildet, sondern ein Trigon. Also das ist ein neuer Frühling, der hier anfängt, denke ich mir. Und es ist auch Saturn-Neptun auf 0 Grad wieder. Unglaublich schön. Ich finde, da ist ein markanter Neubeginn möglich. Es folgen dann noch 2 weitere Konjunktionen, und zwar im Juli 2025 und im Februar 2026. Ich habe einfach die anderen Planeten ausgeklickt, damit das hervorsticht, dieses Trigon. Die letzten Konjunktionen zwischen Saturn und Neptun ereigneten sich von März bis November 1989. Damals fiel die Berliner Mauer. Welche Mauern fallen da? Ich hoffe, die trennenden. Wir werden sehen. Und diese Konjunktion findet am Himmel hier statt, wiederum im Sog des Leib des westlichen Fisches. Und da unten ist der Schwanz von Cetus dem Wal hier. Es ist ein unruhiges Gebiet und das hängt vom Bewusstsein der Menschen ab. Weil mit dem Schwanz schlägt der Wal auf, also der war früher ein Ungeheuer bei den Menschen. Das ist ein verschluckter Jonas, der Wal und so weiter, diese Mythe. Aber der Wal steuert mit dem Schwanz. Und deshalb habe ich geschrieben, man muss das steuern. Es klar sein, dann geht das gut. Vieles, auch zu sehen, dass diese Konjunktion zuerst an die Planeten den Frühlingspunkt überquert. Und das ist immer ein magischer Punkt. Also hier, die blaue Linie ist der Himmelsäquator und das ist die Ekliptik, die rote. Vieles, was vorhin geendet hat, kann jetzt einem Neuanfang zugeführt werden. Wir sehen also, ich spreche öfters von Neuanfängen und die kommen einfach stufenweise jetzt in einem ziemlich rasanten Tempo. Und nun kommen wir zur letzten Zeitlinie, nämlich zu Jupiter und Uranus im Stier. Ich wiederhole das nicht. Bevor Jupiter den Stier verlässt, gibt er sich am 21. April ein Stelldich ein mit Uranus auf 21 Grad in diesem Zeichen. Das ist das Horoskop beim Frühlingsanfang. Wir sehen, die beiden sind noch ein bisschen Distanz. Der Stier ist ein Erdzeichen. Der Kreis bezeichnet die Grenzen der Materie, Struktur, Form und den Zusammenhalt, die uns Zusammenhalt geben. Und genau diese Grenzen verschieben und öffnen sich in dieser Zeit ganz gewaltig durch Uranus und Jupiter im Stier, sei dies nun im individuellen Erleben oder Weltgeschehen. Die auf dem Kreis liegende Mondschale symbolisiert die Empfänglichkeit dieses Zeichens, die uns dazu befähigt, Impulse aufzunehmen, die uns momentan durch Uranus und Jupiter in die Himmelsfülle zufließen. Das ist wirklich so. Also ich erlebe es so. Und nun habe ich wieder viel über den Stier. Ich erzähle das nicht alles, weil ihr wisst das ja. Aber hier im Stier geht es um die Erde und die Natur und die Art und Weise, wie wir unseren Garten pflegen und unseren Werken Sorge tragen. Der Garten kann auch unsere Wohnung sein. Also unser Revier.
Und wichtig ist hier, also das ist all das Materielle, das Übertreiben, das wisst ihr, aber da, das Stier ist ein Opfertier, von den Mythen her. Doch wir sollten uns hüten, den Stier zu schlachten, sondern vielmehr seine Kraft, Geduld und Ausdauer nutzen, um unseren Garten Eden zu gestalten. Was es jedoch zu opfern gilt, sind unsere niederen Instinkte, Gier, Geiz, ausufernde Sexualität sowie ungesunde Bequemlichkeitszonen, weil der Stier neigt zum Anhaften. Ich weiß, ich bin auch ein Stier. Okay. Nicht einmal eine Kuh frisst Geld, sagte mein Großvater, der Bauer war. Gewiss, Geld beruhigt, das wissen wir alle. Aber Geiz und Festhalten, bringt sich um die Lebendigkeit und noch schlimmer, man läuft Gefahr, krank zu werden. Das bemerken die Menschen, die so geizig sind, so Angst haben, die merken es nicht, was sie ist. Sie wollen das nicht hören. Der Wohlstand unserer Zeit ist unsere Gesundheit. Wir wissen ja nie, wann die nächste Bank kaputt geht. Und wie lange unser Geld noch funktioniert. Das ist der Wohlstand, da müssen wir ansetzen. Die Nahrungsmittel kosten im Vergleich weniger als noch in meiner Jugend. Im Gegensatz dazu kämpfen die Bauern ums Überleben. Also diese Schere ist ja viel zu hoch, zu groß. Der Stier hat auch mit Kultur zu tun und dem, was wir kultivieren wollen. In diesem Sinne wecken die zukunftsorientierten Planeten Uranus und Jupiter in Stier. Die geben uns einen Abenteuergeist, sie wecken unseren Optimismus, etwas Neues zu machen in unserer Kultur. Mit Kulturlandschaften sind auch Religionen, Bräuche und all die erlernten Traditionen gemeint, die aufbrechen. Was will ich weiterführen und was nicht? Jupiter und Uranus im Stier kamen sich schon im letzten Jahr sehr nahe. Dadurch erfuhren im Zusammenspiel mit allen anderen Einflüssen die zyklischen Kreisläufe auf der Erde eine enorme Beschleunigung. Wir haben es vielleicht im Lebensstil gelernt, das ist immer schon Ende Woche, wenn sie erst begonnen hat. Und es gab diese Zusammenbrüche in der Wirtschaft, CS-Krise und. Und immer ist diese Gier dahinter, noch mehr. Und die Armen, die Mittelschicht wird immer ärmer eigentlich. Das wird sich ändern. Eine Manifestation sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, weil es hier um territoriale Ansprüche und Ressourcen geht, die allen Menschen gehören. Ich glaube, im Gazastreifen hat es Ressourcen und da hat die Ukraine auch. Da nehme ich das Thema auf, dass es einfach wirklich Menschen gibt und Organisationen, die nicht wollen, dass es einem ganz gewöhnlichen Mensch gut geht. Das ist dieses Thema. Ruhen wir dagegen in der kraftvollen Stierenergie, dann kann es uns leichter fallen, Spannungen in unserem Umfeld auszugleichen. Die Zukunft wie ein Gärtner gestalten. Wenn wir die Kräfte von Jupiter und Uranus dazu nutzen, gemeinsam mit Gleichgesinnten habe ich das zu machen. Es ist mir aufgefallen, dass trotz dieser schwierigen Zeit doch in den letzten Jahren so viele Gemeinschaften entstanden sind. Auch Hilfswerke, auch die Gebana, die man da kiloweise von Bauern einkaufen kann. Also Orangen direkt vom Biobauer und so weiter. Es ist ganz, ganz viel entstanden. Die machen einfach alles in weniger Lärm. Ungeheuer viel entstanden. Und das schreibt die Presse, schreibt nicht darüber. Nun, einen Tag
Nach dem Eintritt der Sonne in den Stier treffen sich Jupiter, der höchste Gott im Olymp. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man mit Jupiter betonten Menschen zusammenkommt. Und mit Uranus, der Gott des Himmels in diesem Zeichen. Das ist die Konjunktion. Die ist auf 22 Grad, wird sie sein, und dort findet im neuen, in eurem Horoskop auch ein markanter Neubeginn statt. Oder da kommt es durch, dass ihr verändern könntet und so weiter. Dies wird für viel Unruhe sorgen, verkörpert doch Jupiter auch den Reichtum der Reichen und im Kontrast dazu Uranus den Rebellen, den genialen Trickser, der alle Regeln bricht. Also beide können sehr kriminell sein. Uranus auch und Jupiter sowieso, beide. Uranus regiert über den Wassermann und dort hält sich Pluto auf, der im Quadrat zur Sonne steht. Also in den Eintritt der Sonne, wir haben diese Konjunktion, dann haben wir Quadrat Pluto und dann kommt Venus herrscht über den Stier, die befindet sich zusammen mit Chiron im Widder. Und auch noch Merkur ist rückläufig. Also das wird, da ist ein Zeitfenster, dass die Zukunft kommt und zugleich das Alte muss aufgearbeitet werden. Lassen wir das. Sorry. Zusammenfassend geht es darum, Erfahrungen zu nutzen und neue Entwicklungen und Handlungsstrategien Raum zu geben. Jupiter- und Uranus-Konjunktionen ereignen sich alle 14 Jahre, hier lediglich drei Beispiele. Das ist bei Psaitaun, oder? Hier. Auf Pluto bringt das, was unten ist, nach oben und umgekehrt. Die letzten Konjunktionen ereigneten sich in 2010. Und zwar eine im Widder, die erste, und die anderen in den Fischen. Das ist interessant, wieder diese Zeichengrenze. Die Saturn und Neptun, auch wieder diese Zeichengrenze zwischen Fische und Widder. Und dann, damals begann der arabische Frühling. Spannend, ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, dieses Himmelsgebiet zwischen dem Leib des Fisches und Sethus dem Wal. Der arabische Frühling, das war ja die Revolte noch und noch, und das ist im gleichen Himmelsgebiet hier. Die letzte Konjunktion fand am 8. Mai im Stier 41 statt und fiel in den Zweiten Weltkrieg. Im Dezember 41 starb nun Hitler und die Nazis die Invasion in die Sowjetunion. Das Thema haben wir wieder. In der Zeit um die Konjunktion zwischen Jupiter und Uranus im Stier im Mai 1858 publizierte Charles Darwin seine Evolutionslehre. Ja, es kann sein, dass wir jetzt heißen diese Stränge da, die DNA, dass wir neue Sachen herausfinden in dieser Richtung. Das ist auch eine Manifestation. Wir können davon ausgehen, dass Ereignisse geschehen, die unser Weltbild auf den Kopf stellen. Nun komme ich dazu, das ist viel Text wieder, kürze es ab. Der Körper ist der Tempel unseres Geistes und unserer Seele. Uranus und Jupiter öffnen unser Wahrnehmungssystem für unseren Körper. Hier ist sehr körperlich. Und hier, deshalb habe ich am Anfang darüber gesprochen, wie wichtig ist, dass wir mit unserem Herzen Regie führen. Also wie es unseren Organen geht. Jupiter, was macht er mit meiner Leber und so weiter. Also sie machen uns empfänglicher, diese beiden Planeten, was in unserem Körper passiert. Und es können auch die Impulse kommen über den Körper. Es kommt nicht immer nur oben herein. Wir fühlen das dann.
Und dann ist ein weiteres Thema, das ist die Gesundheit. Der Paracelsus sagte, der Patient ist der Arzt und der Arzt ist sein Helfer. Mit diesem Satz hat Paracelsus die Medizin des Mittelalters hinter sich gelassen. Man stellt sich das mal vor, im 15. Jahrhundert. Also er hat vor 500 Jahren den Menschen der neuen Epoche ins Auge gefasst. Und dies wurde später von Steiner doppelte nach. Er sagte, Impfungen und Medikamente bergen die Gefahr in sich, das Individuelle im Menschen zu betäuben und durch ein dumpfes Gemeinschaftsbewusstsein zu ersetzen. Also man muss sich ja fragen, in der Krankenkasse, die bezahlen ja fast wenig von Alternativen, oder? Was uns gesund erhalten würde, sondern es wird das andere gefördert. Da ist ein unglaublicher Kampf und die Pharmaindustrie entstand in der Erdära von Saturn Jupiter, wo alles machbar ist. Aber der Mensch muss, ja. Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten so ungeheure Fortschritte gemacht, dass es praktisch keinen gesunden Menschen mehr gibt. Und das ist so, ich bin jetzt ein bisschen hart, oder? Weil es gibt Menschen, die krank sind und leiden. Und Krankheit ist auch ein Prozess, der gehört auch zum Menschsein. Aber ich war in früheren Jahren viel, viel kränker. Ich habe Muskelrheuma, alles gehabt. Und es ist mit dem Alter losgegangen. Es ist eigentlich eine umgekehrte Entwicklung und das kann passieren, wenn man den Ballast loslässt. Aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme und ich will niemand verletzen, der irgendetwas hat. Das gehört auch zum Menschsein, zur Entwicklung. Und wir müssen das lernen, den Körper mehr zu schätzen, die Würde des Körpers. Und was ich nicht erwähnt habe, ist hier, dass die Ernährung eine Rolle spielt. Also das Fastfood macht uns krank, weil so viele Stoffe drin sind, die uns nicht gut tun. Jetzt, Jupiter, Uranus lassen uns aus der Reihe tanzen und das gut so. Also es kann zu plötzlichen Trennungen und so weiter kommen. Wir sagen, das will ich nicht. Und ich habe mit Uranus das erlebt. Uranus hat mir manchmal Trennungen gebracht und ich war so traurig, wütend und sauer, das kann passieren. Und hinterher war es die Befreiung, obschon ich mich da nie gefangen gefühlt habe. Das war das Verrückte. Also wenn etwas kommt mit Uranus auf diesen Gradzahlen, lass es einfach los und begrüßt das Neue. Ist aber nicht so leicht. Immerhin. Wichtig ist, in Bewegung zu bleiben, die nächsten Schritte zu planen, auch wenn man nicht weiß, wie das Resultat ist. Von der Erdzyklus her, in meiner Generation, also als ich jung war, man hat einen Beruf ergriffen mit einer sicheren Pension. Am besten gehst du zu der SBB, dann hast du die Pension. Aber das ist nicht mehr möglich. Also das führt, man muss das Uranus im Stier, das funktioniert nicht mehr so. Vertraue darauf, du wirst geführt. Vor allem dann, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Stell dich auch darauf ein, eben das, wenn das in dem Horoskop zählt, dass sich dort Neuerungen ergeben. Finde dein Ding. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt. Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte.
Was immer du kannst oder dir vorstellst, dass du es kannst, beginne es jetzt. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie in sich. Beginne jetzt. Goethe hat es gesagt. Werdet wie die Kinder. Jetzt kommt Jupiter in die Zwillinge. Und das sind zuerst einmal die Informationen, die wir bei Mr. Google abladen können. Und da wird gewissermaßen auch unsere Unabhängigkeit erhöht, aber nicht nur. Ich finde, es ist wichtig, sich auch dem Smalltalk zu widmen und sich lokal zu orientieren. Zwillinge, das sind die Nachbarn, das ist das Lokale. Und dort für Horizonterweiterung zu sorgen, das wäre Jupiter. Und vor allem die Freude am Lernen. Wer ein Leben lang lernt, wird hoffentlich nicht mehr älter. Garantieschein kann ich nicht abgeben. Jupiter, der in Begleitung der Venus in die Zwillinge wechselt, unterstützt Pluto im Wassermann, seine Anliegen mit etwas mehr Leichtigkeit durchzusetzen. Es gibt ein schwungvolles Jahr in dem Sinn. In diesem Sinne, das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Also die Zwillinge, nach den rechten und den linken, die rechte und die linke Seite, ist ja eigentlich ein Fahrrad, gesehen. Fast am Schluss. Das Element Luft, Jupiter in den Zwillingen, gibt Pluto auf ihn, das habe ich schon gesagt. Gedanken und Worte können die Luft reinigen oder verschmutzen. Deshalb sagt der Volksmund, die Luft ist rein oder es herrscht dicke Luft. Aus destruktiven Gedanken, Worten und Lügen können Tornados entstehen. Diese richten dort großen Schaden an, wo sie von labilen Gemütern aufgefangen werden, die dann Gefahr laufen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollten. Das ist auch eine Luftverschmutzung. Deshalb braucht es so Disziplin, die Gedanken zu disziplinieren. Die schwirren natürlich immer herum, aber man muss sich nicht festbeißen, sondern sie wie Wolken vorbeiziehen lassen. Reinigende Gewitter. Natürlich kann genau das Gegenteil passieren. Gebündelte positive Gedanken und Worte vieler Menschen können sowohl im Sturm alles wegfegen, was der Erde und ihrem Wesen nicht gut tut, als auch den Aufbau von neuen Netzwerken unterstützen. Da gehört auch das Gebet dazu. Es gibt diese Gebetskreise, die sehr viel bewirken. Unsere Gedanken sind wie Samen. Das, was wir sehen, fliegt zu uns zurück wie ein Bumerang. Deshalb müssen wir unseren Luftraum schützen und rein halten. Nur in einem solchen reinen Luftraum kann ein reifer Geist der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit natürlich konstruktiv wirken. Mit Pluto im Wassermann tun wir gut daran, nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern das Wirken des Geistes in aller Tiefe zu ergründen. Das Internet und die künstliche Intelligenz fördern uns heraus. Habe ich schon gesagt. Dringender ist nun die Frage, wie wir unser Bewusstsein erweitern können. Viele Menschen müssen Barrieren abbauen und wieder lernen, die Impulse des Heiligen Geistes zu empfangen. Das setzt dann nach dem Pfingsten ein. Wir haben Ostern, Karfreitag, Ostern, die Auferstehung und im Pfingsten der Heilige Geist. Das ist viel gehaltvoller, als wir oft meinen. Diese Bibel, wie sagt man, Zitate. Pluto. Also der Heilige Geist, noch einmal dieses Geistige, das tritt auch eher ein, wenn wir das Denken trainiert haben. Weil dann, es ist dann, wir trainieren, wir bearbeiten etwas wie ein Sauerteig, den Brotteig. Und das muss in uns arbeiten. Plötzlich kommt es, diese Erkenntnis.
viele, wo bin ich jetzt? Also die Lösungen fallen uns dann zu. Pluto regiert über den Skorpion, der erlöste Skorpion, oder Pluto, der die seelischen Tiefen und Abgründe kennt, ist der Adler. Indianerstämme verehren den Adler als Symbol für das Licht des Himmels, als Verbindung zum Göttlichen und damit als die Kraft des großen Geistes. Sei mir bescheiden und erhaben wie ein Adler oder ein Falke. Und jetzt kommt das. Übrigens, das Sternbild Aquila Adler ist auch am Himmel. Es ist genau oberhalb von dem Schütze, also dort, wo jetzt Pluto wechselt. Dieser große Geist. Und jetzt das Letzte. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um den Turm. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Das ist von mir. So, jetzt bin ich fertig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. In den SAF-Mitgliedern, die euch möchte ich erinnern an die Heft vom letzten Jahr, der SAF-Kurier. Da ist ja einiges von dem, was Ruth heute ja noch ausführlicher erzählt hat, in einer kürzeren Fassung drin gewesen. Vielleicht nehmen wir das wieder einmal vor. Und es war ja in drei Nummern verteilt gewesen, immer wieder vieles davon. Und ja, das lohnt sich sicher, das auch wieder einmal anzuschauen. Danke ja, vielmals danke für die vielen guten Gedanken. Und also.